Hallo und willkommen zurück zu Sky Saga. Wie ihr seht, befinden wir uns jetzt in der Wüste. Ich habe angekündigt, ich werde mal die schwerste Wüstenwelt, die aktuell im Spiel ist, zeigen. Und das ist ein Insektenhive, wie man sieht. Also Hive ist so ein Insektenbau. Hier ist ein totes Insekt, das hat schon jemand getötet, nur nicht geplündert. Die droppen dann auch Insektenfleisch. Und hier unten sind schon andere Spieler unterwegs, das heißt, die werden gerade schon im Hive unterwegs sein. Aber ich will erstmal die anderen Sachen standardmäßig abklappern. Hier ist ein größeres Insekt, das schon gekämpft hat, scheinbar. Und ihr seht, das ist nicht ganz so einfach zu besiegen. Die haben schon ein bisschen mehr HP. Goldschwerter machen ja relativ den meisten Schaden mit. Nicht ganz, aber ungefähr. Und das hat schon Schaden von einem Tigerkampf gekriegt. Das allgemeine Problem der Wüste, dass man der Hitze ausgesetzt ist, sieht man hier auch. Meine Temperatur geht hoch. Hier sind normale Insekten. Die sind relativ leicht zu besiegen. Da brauche ich mir jetzt keinen großen Kopf machen. Aber da hinten, der ist schon etwas schwerer. Deswegen müssen wir uns vorsehen. Bisschen Ausdauer generieren, regenerieren. Da hinten ist wieder so ein Fernkampfviech. Ich meine, so schwer ist es jetzt nicht. Das Balancing ist jetzt nicht so weit gekommen, dass die jetzt viel Schaden machen, wie man sieht. Die Rüstung ist teilweise ein bisschen sehr stark an verschiedensten Stellen und deswegen kriegt man hier nicht so viel Schaden. Aber ja, man sollte schon vorsichtig sein, mit was für Ausrüstung man hier hingeht. Man kann nicht gleich am Anfang mit der Startausrüstung hier irgendwas erreichen. Ich kühle mich gerade ab, deswegen esse ich gerade so viele Kürbisse. Und hier ist interessanterweise eine Oase, die habe ich ganz selten gesehen. Was ist das? Ach, das ist Kies. Hier ist Kies im Wasser. Blauer Kies durch die Wüste. Auch nicht schlecht. Gut, ich wollte eigentlich nur kurz die anderen Sachen angucken. Hier scheint keine Kiste zu sein oder sowas. Also gehen wir weiter. Vielleicht ist hier irgendwo unter Wasser, aber da wollte ich jetzt nicht schauen. Dann gehen wir nochmal in den Turm rein. Und dann gehen wir auch schon zum Hive. Ich will jetzt nicht viel Zeit vergeuden mit irgendwas und auch nicht viel unterirdisch jetzt sammeln oder Ressourcen sammeln oder so. Ich will eigentlich dann nur in Hive rein und ein bisschen alles zeigen. So, und vorher wollen wir aber noch ein bisschen Kisten plündern, die rundherum so sind, weil lohnt sich ja schon, wenn man einmal im Hive ist, dann will man ja nicht unbedingt nochmal zurückgehen, nochmal quer durch die Welt gehen, dann nochmal wieder in den Hive reingehen, sondern dann will man gleich das, die Karte verlassen, weil man dann fertig ist. Und deswegen will ich erstmal hier reinschauen. Wir haben hier nicht viel zu sehen, keine Kiste, schade. Hier so ein Schriftrollenbehälter, immer gut, aber hat kein Papier gedroppt, nicht so schlimm. Weiter geht's. Die Fenster sind keine Scheiben, das sind nur Holzfenster, das heißt, man kriegt kein Glas. Man hat nämlich auch, gibt ja jetzt auch das Glas und das farbige Glas, das... Oh, hier ist ein Räuber, ein Krieger. Interessant, aber eine Kiste habe ich da gesehen. Und ich sehe auf der Minimap, dass da hier zwei Kisten sind. Ey, nicht blocken. Mann. Ja, genau, hier ist noch eine Kiste. Und das lohnt sich schon, diese Kisten zu plündern. Ihr habt gerade gesehen, 500 Gold habe ich rausgeholt. Und weil das Zeug alles in der Stadt so viel kostet, lohnt sich schon, diese 500 Gold mitzunehmen. Wenn man übrigens keine Kürbisse nimmt zum Heilen, zum Abkühlen, dann kann man auch diese das Kakteenfleisch nehmen. Das heißt, ein paar Kakteen zerstören. Hier gibt es 180 Gold. Also haben wir richtig viel Gold schon hier rausgeholt, würde ich mal behaupten. Normalerweise nehme ich auch das Holz mit, aber jetzt habe ich schon zu viel Holz davon zu Hause. Da braucht man das nicht unbedingt. Hier oben wird vermutlich nichts sein, sonst würde ich es vermutlich schon sehen. Wir gehen jetzt wieder runter. Und was ich wegen dem Glas sagen wollte, es gibt ein Gebäude in der grünen Welt, das ist so ein Magierturm, so sieht der aus. Der hat ziemlich viele Glasscheiben und da lohnt sich's mal, immer mal die Glasscheiben zu zerstören. Man hat zwar nicht so die größte Chance, Glas rauszukriegen, aber Glas ist schon vor allem in bestimmten Farben sehr selten. Also so die Farben, die nicht gelb, braun, orange sind und grün. Die Farben, also gelb, braun, orange und grün ist sehr häufig, aber alle anderen Farben sind dann schon recht selten, da lohnt sich schon, die so zu besorgen. Da hinten ist übrigens noch so ein seltenes Viech, was hier nur in höheren, schwereren Gebieten ist. So ein richtiger Boss-Säbelzahntiger, der kämpft sich gerade mit einem Skelett und ihr seht, der kriegt kaum Schaden. Achso, Liga, weiß ich jetzt übrigens, was das heißt. Das ist eine Mischung aus Tiger und Löwe. Löwe und Tiger. Deswegen heißt der Liga. Ah, ich treffe den nicht. Und der hat, wie ihr seht, schon ganz schön viel HP, da muss ich vorsichtig sein. Der macht mir jetzt nicht so viel Schaden durch die Rüstung und so, aber das wird hoffentlich, wie gesagt, noch ein bisschen balanced, dass man nicht so OP-Rüstung hat. Aber ich glaube, die ist ja jetzt auch so balanced, dass jetzt aktuell die Rüstung gute Verteidigung gibt, die ich habe, aber eben sehr viel Ausdauer kostet. Ich habe gerade auf dem Tiger draufgestanden. War das hier gerade ein Schaf? Nee, Schafe gibt's hier nicht, oder? Er hat auch nur Fleisch gedroppt. Skelette sind in der Nacht unterwegs. Das Interessante ist auch, dass die Skelette tagsüber dann plötzlich alle zu Staub zerfallen, wenn sie nicht gerade bei irgendeinem Dungeon, was mit Skeletten auf Skelette basiert, rumlaufen. So, wir gehen jetzt mal in den Hive rein. Das war jetzt die Außenwelt, habe ich sehr kurz gehalten, weil auch nur
diese, na, Oase dort war auch nur sehr klein gehalten, da gab es nicht viel zu sehen, außer dass es mal ein See sozusagen in der Wüstenwelt ist. Und hier werde ich jetzt erstmal so rumrennen, bis wir in der Nähe des der Hauptstelle des Hives sind. Ich brauche eigentlich nur noch... Ist hier jemand gestorben? Okay, ist wohl jemand gestorben. Oder die haben einfach nur Zeug rausgeschmissen aus einem Winter. Geht's jetzt hier weiter? Wir schauen mal. Hier geht's nicht... Wie hat den da reingebaut? Buddelt. Hier geht's nicht weiter. Okay, aber da gibt's Wachs. Den Wachs nehme ich mir mit. Farbigen Wachs habe ich noch nicht so viel. So, hier ist jemand. Okay. Der buddelt sich nach unten durch. Okay. Weil er einen Weg wahrscheinlich nicht findet oder so. Keine Ahnung. Ist wahrscheinlich blind. So, hier geht's scheinbar weiter. Wo geht's zum Boss? Suchen wir mal ein bisschen. Was ist denn hier los? Hat hier jemand was gebaut? Ah, da ist der Boss. Und das ist der Bewacher des Hives. Der ist eigentlich nicht schwer zu besiegen, wenn man weiß wie. Man sollte nicht das machen, was ich gerade mache, ihm vor der Nase rumstehen. Aber eigentlich ist er nicht schwer. Ich bin jetzt mit fast keiner Ausdauer hergekommen. Das sollte ich mal ein bisschen ändern. Ich sollte mal ein bisschen regenerieren kurz. Hinter ihn gehen. Ich weiß nicht, ob er mit dem Arsch auch einen Angriff macht, aber... An sich, wenn man nicht vor seinem Maul steht, ist er eigentlich relativ leicht zu besiegen. Aber ist schon interessant, so ein riesiges Vieh, oder? Also kann man schon sagen, würde ich behaupten. Wieso sind hier eigentlich noch auf andere Insekten noch gewesen? Hat der was gedroppt jetzt? Der hat dieses Juwel der Königin gedroppt. Okay. Hier haben wir ein bisschen Gold, ein bisschen seltenen Stoff, Goldzeugs. Die Insekten kann man natürlich auch noch töten. Hier haben wir eine zweite Kiste. Und wenn das Balancing... Absturzstelle, die dritte jetzt schon davon. Oh Gottes Willen. Wenn das Balancing dann ein bisschen gedreht wurde, kann man wahrscheinlich auch erwarten, dass dann das ein bisschen schwerer der Kampf wird, dass der wirklich nicht so einfach, so easy zu besiegen ist. Aber das ist ja Alpha hier, das ist ja alles am Testen, ist ja neu eingeführt worden. Deswegen kann man ja nicht erwarten, dass jetzt alles perfekt ist. Ich weiß nicht, warum die ja das gebaut haben. Die wollten wahrscheinlich so ein bisschen, da war noch mehr Wachs, oder? Naja, ich komme ja gleich nochmal lang. Die wollten wahrscheinlich so ein bisschen hier Verteidigung bauen oder sowas. Ich werde mal kurz weggehen. Und wenn die jetzt nicht zu nah an den Bau rangehen, müsste die eigentlich respawnen. Deswegen gehe ich jetzt nochmal ran. Aber die waren wahrscheinlich jetzt schon zu nah dran. Oder? Nein, sie ist da. Gut. Dann besiegen wir sie mal. Ich nehme das Wachs noch mit. Diesmal genug Ausdauer mitnehmen. Boah, sieht schon nicht schlecht aus, oder? So. Ich hoffe, die klauen mir die Drops nicht, die da kommen. Ach ne, die sind nicht hier, okay. Man kann, also theoretisch, was ich erlebt habe, ist, dass so ungefähr dreimal die Bosse respawnen. Dann muss man sehr viel länger unterwegs sein, damit sie wieder respawnen. Deswegen, dreimal kann man sie töten, drei solche Dinger sammeln. Man muss nur weit genug weggehen, dann respawnen sie und dann geht man wieder ran und geht dann wieder weit genug weg und so weiter. So. Das sollte es jetzt gewesen sein. So sieht das neue Dungeon aus. Ist noch nicht balanced, ist noch ein bisschen einfach für die Ausrüstung, die ich hier habe. Und ja, ich werde mal in nächsten Videos, wie gesagt, mehr so Showcasen von Gebäuden machen und sowas. Und vielleicht noch kleine Szenen zusammenschneiden in verschiedenen Welten oder so. Aber ein richtiges Abenteuer werde ich jetzt nicht mehr durchspielen. Das habe ich ja schon einige gemacht. Und wenn mal was Interessantes ist, kann ich es ja nochmal machen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Und mit einem kurzen Blick in meine Welt und was wir alles gekriegt haben und verpasst haben, verlasse ich euch damit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.